2020 im Rahmen von dem Organspendereformgesetz. Im Rahmen unseres Vortrags, den wir heute halten möchten, möchten wir genau darauf eingehen, also den Hintergrund, warum haben wir die Strukturen in Heidelberg an der Uniklinik reformiert, was für Probleme hat es gegeben oder wie wollten wir die Probleme, die im klinischen Alltag bestehen, angehen. Wir möchten das erläutern und dann auch die praktische Umsetzung und der Ablauf im klinischen Alltag. Das wird Frau Thiere dann berichten, wie das aussieht, dieser typische Arbeitsalltag mit den Fragen zu einer Organspende kommen oder eine potenzielle Spendemöglichkeit besteht, wie das dann aussieht. Ich habe es gerade ja, angesprochen, die öffentliche Debatte über die Widerspruchslösung. Das sind viele Aspekte, die diskutiert wurden. Letztlich hat sich der Bundestag dann dagegen entschieden, die Widerspruchslösung einzuführen. Das heißt, es bleibt bei uns in Deutschland bei der Zustimmungslösung. Das bedeutet, dass ein Patient selber oder auch seine Angehörigen einer Organspende ausdrücklich zustimmen müssen. Im Rahmen von der Diskussion ist aber auch klar geworden, dass das nicht das Allzweckmittel gewesen wäre, dass das nicht der einzige Grund ist, warum wir in Deutschland so eine niedrige Organspenderate haben. Das sind viele Faktoren und ein ganz bedeutender Faktor, und das ist auch in dieser Debatte wirklich zutage getreten, ist die Intensivstation, die Ressourcen auf der Intensivstation, die verbessert werden müssen. Und im Zuge dessen ist dann im Organspendereformgesetz beschlossen worden, dass den Krankenhäusern mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, mehr finanzielle Mittel, um das Thema Organspende entsprechend bearbeiten zu können. Und das haben wir dann bei uns in Heidelberg, ja, haben wir zum Anlass genommen, unsere Strukturen zu verändern. Und die Probleme, die möchte ich anhand eines Fallbeispiels mal darstellen. Also das ist ein Fall, der wirklich so gewesen ist. Aber ich möchte Ihnen darstellen, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn ein Patient eine schwere Schädigung erleidet, die Prognose in Faust ist und prinzipiell eine Organspende. Jetzt gehen wir mal. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, ihn schon wieder verloren. Ja, so ist es. Jetzt müssen wir hoffen, dass es gleich die Verbindung wieder zustande kommt. Bitten, die Unterbrechung zu entschuldigen. Das scheint an der Verbindung zu liegen. Wir haben, wie gesagt, gestern einen Technikcheck durchgeführt, in dem das vollkommen unproblematisch alles ging. Bis kurz vor Beginn des Vortrags hatten wir überhaupt keine technischen Probleme. Wir versuchen jetzt gerade nochmal den Kontakt zu den Kollegen nach Heidelberg zu finden, in der Hoffnung, dass wir direkt hier weitermachen können. So, jetzt haben wir wieder die Verbindung stehen. Das sieht gut aus. Muss man einmal kurz gucken. Ja, ist doch da, aber er muss selber sein Mikro aufmachen. Wir müssen einmal das Mikrofon bitte wieder muten. Okay. Ja, jetzt hören wir wieder. Okay, Jetzt sehr musst gut. du leider nochmal neu teilen. Was war die letzte Folie, wo wir stehen geblieben sind? Die mit deinem Fallbeispiel. Also wir haben das CT-Bild gesehen, ne, mit dem Ja. Patienten mit dem Schädel-Hirntrauma. Okay. So. Okay. Also diese Folie, die hat man noch gesehen, Patienten mit infauster Prognose. Und eine Möglichkeit, die auftreten kann, dass man eine palliative Extubation durchführt, dass man die Prognose als Infaust wertet, die intensivmedizinischen Maßnahmen beendet, die maschinelle Beatmung beendet und der Patient extubiert wird und verstirbt. Und das heißt, ein Problem ist die Identifikation eines potenziellen Organspenders, diese Fälle erkennen, wo die Verletzung so schwerwiegend ist, dass sie mit dem Leben nicht vereinbar ist, aber aufgrund der intensivmedizinischen Behandlung auch eine postmortale Organspende in Betracht kommt. Also das ist das Problem Nummer eins, das man hat. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten oder Maßnahmen ergriffen, um das
diesem Problem so gut wie es geht entgegenzutreten. Wir haben bei uns im Konsilsystem, was ja digital durchgeführt wird, haben wir das so konzipiert, dass bei allen Patienten hier im Uniklinikum, wo ein neurologisches oder neurochirurgisches Konsil angemeldet wird, dass dann in der Maske zum Ausfüllen immer auch die Möglichkeit angeklickt werden muss, ob die Prognose in Faust ist und ob eine potenzielle Organspende möglich ist. Und wenn das so ist, auch der Hinweis, dass das an den Transplantationsbeauftragten gemeldet wird und auch eine E-Mail. Einfach um die Möglichkeit, dass man daran denkt, dass wenn so eine Verletzung vorliegt, dass man prüft, ob eine Organspende im Sinne des Patienten gewesen wäre. Das ist etwas, was gut umgesetzt wird, aber das ist natürlich nicht ausreichend. Es ist so, dass immer wieder sensibilisiert werden muss, im Rahmen von Fortbildung darauf hingewiesen werden muss in allen Abteilungen. Und das ist was, was wir auch regelmäßig machen und auch bei unseren klinikinternen Besprechungen, wenn wir Patienten besprechen, Neurochirurgieaufnahmen und eine Verletzung vorliegt, die so schwerwiegend ist, dann ist das was, was auch immer wieder angesprochen wird, einfach damit man an dieses Thema denkt. So, jetzt haben wir nochmal zurück zum Fallbeispiel. Also die Prognose ist in Faust, die Möglichkeit einer Organspende wird erkannt. Aber auch hier gibt es jetzt eine andere Möglichkeit, ein anderes Problem. Und zwar, dass die Therapieoption Organspende überhaupt nicht verfolgt wird. Also man denkt dran, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre. Aber in der klinischen Praxis gibt es dann immer wieder Fälle, wo man zum Beispiel fälschlicherweise davon ausgeht, dass eine Tumorerkrankung generell ein Ausschlusskriterium ist oder auch ein hohes Lebensalter, dass man jetzt fälschlicherweise denkt, ein Patient über 80 Jahre, dass das eine generelle Kontraindikation wäre und die Therapieoption Organspende überhaupt nicht verfolgt. Und das Entscheidende ist, dass diese Kriterien sich auch immer wieder ändern. Und da können wir alle nicht den Überblick behalten. Das ist zum Beispiel bei Tumorerkrankungen, dass es immer wieder Änderungen gibt. Zum Beispiel maligne Hirntumore waren lange eine absolute Kontraindikation, das hat sich geändert. Und das bedeutet, dass man jedem Patienten, wo eine postmortale Organspende in Frage kommt, auch die Möglichkeit abklären sollte. Also die Therapieoption Organspende überprüfen. Und der Gesetzgeber hat ausdrücklich die Rolle des Transplantationsbeauftragten eingeführt und auch die Funktion gestärkt, um einfach dieser Identifikation und auch die Überprüfung der Organspende, dass das bestmöglich gewährleistet wird. Und Krankenhäuser sind verpflichtet, wenn sie eine Intensivstation haben, Transplantationsbeauftragte zu stellen und insbesondere einfach um, wenn solche Fälle auftreten, die Möglichkeit einer Organspende zu überprüfen. Jetzt ist es so, wenn wir einen Patienten haben, wieder zum Fallbeispiel, die Faustprognose, jetzt wird die Möglichkeit einer Organspende erkannt und man möchte das an den Transplantationsbeauftragten melden. Und da gibt es dann auch das nächste Problem und gab es auch in der Vergangenheit immer wieder. Denn wer ist der Transplantationsbeauftragte und wo ist er? Es ist so, dass jede Abteilung einen Transplantationsbeauftragten stellen muss, aber die Probleme, diesen zu erreichen, die sind natürlich vielfältig. Weil das sind nicht Patienten, die jetzt irgendwie um 10 Uhr, 11 Uhr morgens kommen, sondern oft auch mitten in der Nacht oder auch am Wochenende. Und wenn man jetzt den Transplantationsbeauftragten kontaktieren möchte, damit diese Möglichkeit überprüft wird, dann gibt es verschiedene Szenarien, die man sich vorstellen kann, dass man sich erstmal überlegt, wer ist das, wie ist die Telefonnummer. Aber selbst wenn das bekannt ist, das kann natürlich sein, dass der Transplantationsbeauftragte im Urlaub ist, Fortbildung oder dienstfrei oder, so wie es auch sehr, sehr häufig ist, die Transplantationsbeauftragten sind ja auch mit dienstlichen Aufgaben beschäftigt und sind nicht so schnell verfügbar, abrufbar, dass sie die Tätigkeit einfach beenden können und sich mit der Thematik Organspende zu beschäftigen. Und das ist etwas, was durchaus manchmal so ein bisschen in Vergessenheit gerät, wenn jetzt auch der Gesetzgeber ganz spezifisch festlegt, dass Stellen in Kliniken geschaffen werden, dass die Ärzte, die dazu dann berufen werden, das natürlich auch andere Aufgaben haben und dieses akute Einspringen, das ist durchaus ein Problem.
Ein Problem ist auch, oder ich möchte nicht sagen Problem, sondern eher eine Herausforderung, ist die Erfassung des mutmaßlichen Patientenwillens. Das ist etwas, was immer wieder sich auch schwierig gestalten kann. Und ich hatte Ihnen gezeigt, dass wir in Deutschland Schlusslicht sind in Europa. Und wenn man sich den Patientenwillen anguckt, dann ist es so, dass über 80% der Patienten, der verstorbenen Patienten, den Willen nicht schriftlich dokumentiert haben, auch nicht mündlich, sondern dass die Angehörigen den mutmaßlichen Patientenwillen herausfinden und auch kommunizieren möchten. Und wir können auch in andere Länder gucken, wie wird das dort gemacht. Wir können von anderen Ländern auch lernen, die einfach zeigen konnten, dass dort auch wirklich ein Potenzial besteht, das zu verbessern. Sie sehen hier zum Beispiel eine Studie, die untersucht hat, welche Faktoren spielen eine Rolle für die Entscheidung von Angehörigen. Natürlich sind es Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, die Ethnie oder die Beziehung, Bindung zu den Patienten, das ist ganz klar. Aber das Setting, das ist etwas, was eine ganz entscheidende Rolle spielt, dass man den Angehörigen die Zeit gibt, eine Entscheidung zu treffen. Und natürlich ist es so, dass wenn jemand besonders geschult ist, dass sich das auch positiv auswirkt. Und das ist auch in dieser Studie so gewesen, dass die Rate für eine Organspende und dieses die Bedenken entgegentreten, dass das signifikant niedriger war, wenn das Specialist Nurses gewesen sind, also Angehörige des Gesundheitssystems, die speziell ausgebildet wurden und auch vor allem damit besonders Erfahrung haben. Das ist natürlich etwas anderes, wenn man in einem ruhigen Setting so ein Thema anspricht, als wenn man das jetzt irgendwie unmittelbar nach der Aufnahme morgens um 2 macht. Das sind alles Faktoren, die dann eine große Rolle spielen. Also wir haben hier diese Problematiken, Herausforderungen gehabt, dass man die Therapieoption Organspende, dass man das erstmal erkennen muss, dass man das nicht verpasst, das ist ein Problem. Dann, wenn das erkannt wird, dass man auch das überprüft. Das Problem ist die Transplantationsbeauftragten, weil das einfach verschiedene Intensivstationen sind, dass es schwierig ist, diesen Beauftragten natürlich dann auch zu kontaktieren und dass diese auch zeitlich verfügbar ist. Und bei der Fassung des mutmaßlichen Patientenwillens, da haben wir auch Verbesserungsbedarf gesehen. Und die gesetzlichen Grundlagen, die kennen Sie ganz kurz. Ein Transplantationsbeauftragter muss gestellt werden. Und wenn es jetzt mehrere Intensivstationen sind, muss für jede der Stationen ein Beauftragter bestellt werden. Und das sind 0,1 Stellen, die für 10 Intensivbehandlungsbetten zur Verfügung gestellt werden. Und in Heidelberg haben wir natürlich viele verschiedene fachspezifische Intensivstationen. Sie sehen es hier abgebildet, die einzelnen Stationen mit jeweiligen Transplantationsbeauftragten. Und wir haben im Rahmen des Organspendereformgesetzes und auch der Probleme, die ich Ihnen geschildert habe, Herausforderungen beschlossen, dass wir eine Stelle kreieren, was wir dann auch gemacht haben, eine pflegerische Transplantationsbeauftragte, Frau Otero, die Sie ja gerade kennengelernt haben, die jetzt auch gleich einen Vortrag weiterführen wird, dass eine Person ist, die dezidiert für das Thema Organspende bestellt wird, die sich dann vollumfänglich darum kümmern kann, die ganzen organisatorischen Sachen, aber auch, wenn jetzt Fragen zur Organspende kommen, dass man einen kontinuierlichen Ansprechpartner hat. Und auch das ist etwas, dass die Verfügbarkeit des Transplantationsbeauftragten gewährleistet sein muss. Und das ist etwas, wo wir einfach jetzt durch eine erhebliche Verbesserung bewirkt haben, dass wir kontinuierlich einen Ansprechpartner haben mit Frau Otero. Wir haben eine zentrale Telefonnummer eingerichtet, die jederzeit von den Kollegen der Intensivstation kontaktiert werden kann. Die ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage der Woche erreichbar. Und das betrifft alle Fragen, was die Thematik Organspende angeht, sprich, ob das überhaupt eine Möglichkeit besteht oder organisatorische Sachen, wie zum Beispiel Hirntoddiagnostik oder auch dann die Kommunikation mit der DSO. Das ist etwas, was vor allem den Kollegen auf den einzelnen Intensivstationen eine Hilfestellung darstellen soll, um im Fall der Fälle diese offenen Fragen zu beantworten. Und hier habe ich Ihnen jetzt schon ein paar Sachen genannt, was einfach der Vorteil ist. Und
diese Kontinuität, dadurch, dass man immer einen gezielten Ansprechpartner hat, die Kollegen auf der Intensivstation, das ist etwas, was sich sehr, sehr positiv ausgewirkt hat. Diese ganzen Strukturen, wie zum Beispiel diese Telefonnummer, das hat sich etabliert bei uns. In den allermeisten Fällen erfolgt die Kontaktierung über diese zentrale Telefonnummer. Und auch das Feedback von den Stationen ist, dass das sehr, sehr positiv wahrgenommen wird. Ja, jetzt gebe ich weiter. Wir tauschen Platz. So, dann fahre ich fort und berichte Ihnen über meine Aufgaben. Meine Arbeit als pflegerische Transplantationsbeauftragte unterteilt sich in Elektivarbeit und Rufbereitschaft. Und hier gibt es natürlich auch Überschneidungen. Bei der Elektivarbeit erledige ich sämtliche planbaren Aufgaben. Ich bin über die schon erwähnte innerklinische Telefonhotline werktäglich erreichbar. Ich habe verschiedene administrative Aufgaben. Zum Beispiel bereite ich sämtliche Dokumente und Formulare für die Finanzierung der Transplantationsbeauftragten vor. Oder für die Einzelfallanalysen besorge ich sämtliche Daten vom Controlling der Klinik. Weiterhin bin ich behilflich für die Organisation verschiedener Fortbildungsveranstaltungen. Das heißt, wir veranstalten Fortbildungsveranstaltungen innerklinisch für die Ärzte, aber auch für das Pflegepersonal der Intensivstationen und dem OP-Bereich. Klinikextern sind wir auch aktiv. Wir schulen sozusagen schon den Nachwuchs. Wir halten Vorträge in den Pflegeschulen und sprechen auch vor Medizinstudenten. Wir sind auch online präsent, das heißt einmal innerklinisch in unserem Intranet. Hier sind sämtliche Informationen zur Organspende hinterlegt, Informationen zu uns als Transplantationsbeauftragten-Team. Und das muss natürlich immer aktualisiert werden. Und weiterhin sind wir gerade im Aufbau unserer eigenen Organspende-Website. Auch hier möchten wir Informationen verbreiten. Wir möchten online präsent sein. Nach der Organspende endet meine Arbeit noch nicht. Hier gibt es in den Tagen darauf immer noch verschiedene Nachbereitungen zu erledigen, auf die ich dann später nochmal eingehe. Und auch die Angehörigen haben nach der Organspende immer noch die Möglichkeit, mit mir in den Kontakt zu treten. Dies waren all meine geplanten Tätigkeiten. Dann komme ich nun zur Rufbereitschaft. Der Sinn oder das Ziel der Rufbereitschaft ist, dass ich für die einzelnen Beteiligten am Gesamtablauf der Organspende eine Entlastung darstelle, indem ich überall meine Unterstützung anbiete. Ich bin vor Ort auf der Intensivstation. Ich unterstütze das ärztliche wie auch das pflegerische Personal. Ich unterstütze den DSO-Koordinator, der zu uns in die Klinik kommt. Ich bin Ansprechpartner während des ganzen Prozesses für die Angehörigen. Ich habe immer ein offenes Ohr und versuche, sämtliche Bedürfnisse der Angehörigen zu erfüllen. Bin sozusagen Anlaufstelle für alle Beteiligten und versuche so, den Gesamtablauf der Organspende im Akutprozess zu strukturieren, aber auch harmonisch zu gestalten. Ja, wie sieht es konkret aus? Hier habe ich mich an einem Schema der DSO bedient. Zu Beginn haben wir den Patienten, der in unsere Klinik kommt mit einer schweren Hirnschädigung, der dann auf der Intensivstation liegt, dem medizinisch nicht mehr möglich ist zu helfen und die eben fauste Prognose wird ausgerufen. Dieser Patient wird als potenzieller Organspender erkannt und wird zuallererst an unsere TXB-Hotline gemeldet, wie wir schon gehört haben. Dies ist eine Möglichkeit, eine Spendermeldung an uns als TXB-Team abzugeben, aber auch im Rahmen eines neurochirurgischen Konsils, wie der Herr Behn vorhin schon erwähnt hat, hat hier der Neurochirurg die Möglichkeit, den potenziellen Organspender anzuklicken. Daraufhin erscheint dann die Information an den zuständigen Stationsarzt oder Ärztin, unsere innerklinische Hotline anzurufen.
und zeitgleich erfolgt die Versendung einer E-Mail mit den ersten Grunddaten des Patienten an unsere Organspende-E-Mail-Adresse, sodass ich frühzeitig über den Patienten informiert bin. Ja, im Detail bekomme ich also den Anruf durch den Stationsarzt oder Ärztin. Wir tauschen uns aus. Ich erfasse sämtliche relevanten Daten, die mir der Stationsarzt oder Ärztin durchgeben. Ich habe die Möglichkeit, die elektronische Patientenakte einzusehen. Hier kann ich schon sämtliche Diagnosen und Befunde einsehen. Achte auf Auffälligkeiten. Vielleicht lag in der Vergangenheit oder aktuell eine Tumorerkrankung vor. Und schon hier habe ich die Möglichkeit, bei Bedarf den ersten Kontakt mit dem Hausarzt oder dem Vorbehandler aufzunehmen. Wir sind im regen Austausch. Ich habe hier meine eigene Spendermeldung, die Datei, wo ich alles eintrage, wo ich genau festhalte, alle wichtigen Daten zum Patienten, alles, was wir planen, ich und der Stationsarzt und wie das weitere Vorgehen ist. Wir hier an der Uniklinik Heidelberg haben für uns festgelegt, im Erstgespräch mit den Angehörigen zum Beginn nur die infauste Prognose mitzuteilen. Das heißt, wir sprechen, wenn möglich, und falls die Angehörigen das natürlich zuerst ansprechen und die Organspende schon angesprochen wird, ist das natürlich ein anderer Fall. Aber hier beispielsweise im üblichen Verlauf wird im ersten Angehörigengespräch die infauste Prognose durch den Stationsarzt oder Ärztin übermittelt. Und wir planen auch den Ablauf, die Zeiten. Ich biete jederzeit meine Unterstützung an. Im zweiten Angehörigengespräch besprechen wir dann die Organspende. Das heißt, wir thematisieren die Organspende. Hier ist immer ein Transplantationsbeauftragter mit dabei. Das ist entweder der Transplantationsbeauftragte der Intensivstation und wenn der nicht verfügbar ist, bin ich jederzeit vor Ort und unterstütze die Station. Weiterhin müssen wir die IHA-Diagnostik planen. Das muss der Stationsarzt oder Ärztin nicht tun. Dafür bin ich zuständig, das kann ich abnehmen. Und auch hier können wir schon einen Plan aufstellen, wann das für die Station möglich ist. Dann gehen wir noch auf die Besonderheiten der Intensivtherapie bei einem Organspender ein. Oftmals sind es Kollegen auf der Station, die vielleicht noch nicht so viel Berührung mit der Organspende hatten. Sollte das der Fall sein, können wir da noch ins Detail gehen. Ich kann beratend zur Seite stehen. Wir sprechen über das Management der Sedierung. Wird auf kurzwirksame Medikamente umgestellt? Wann wird die Sedierung beendet? Im Hinblick auf die Durchführung der IHA-Diagnostik. Dann bringe ich nochmal das Thema Diabetes insipidus ins Spiel, was auftreten kann und welche Therapieoptionen wir da haben. Bei der Antibiose, da sind wir recht liberal, wird eine Aspiration vermutet. Freuen wir uns natürlich, wenn der Patient antibiotisch abgedeckt ist. Und natürlich ist es auch gut, frühzeitig mit einer enteralen Ernährung für den Zottenschutz zu beginnen. Nun folgt die Meldung an die DSO. Ich wähle die allseits bekannte 0800er-Nummer und gebe auch hier sämtliche benötigte Daten des Patienten an die DSO weiter. Bei Bedarf wird hier schon die Spendereignung geklärt und wir besprechen den weiteren Ablauf, das weitere Vorgehen. Hier habe ich das Schema für uns etwas umgestaltet. Wie schon erwähnt, erst im zweiten Angehörigengespräch besprechen wir die Option der Organspende. Im Erstgespräch muss die Familie, die Angehörigen die Information erstmal verarbeiten. Und erst im zweiten Gespräch sprechen wir die Organspende an. Erkundigen uns nach dem Patientenwillen. Der Transplantationsbeauftragte an der Seite des Stationsarztes kann erste Fragen beantworten, die die Angehörigen haben zur Organtransplantation. Und sollte es zu einer Zustimmung zur Organspende kommen, füllen wir hier schon die Dokumente der DSO zum Angehörigengespräch aus und erheben die Anamnese.
Ja, die IAA-Diagnostik muss organisiert werden. In unserem Haus führen das in der Regel das Team der Transplantationsbeauftragten aus. Bei uns ist das in den meisten Fällen der Herr Behnen aus der Neurochirurgie und die Frau Schönenberger aus der Neurologie. Gibt es eine Zustimmung zur Organspende, schließen sich nun die medizinischen Untersuchungen an. Hier bin ich vor Ort. Ich habe hier meine Diagnostik-Checkliste, die gehe ich dann mit dem zuständigen Stationsarzt oder Ärztin durch. Wir sprechen uns ab, ich schaue, wo ich unterstützen kann. Wir besprechen sämtliche Untersuchungen, die nötig sind. Ich schaue, wo ich dem Stationsarzt verschiedene Aufgaben und Anforderungen abnehmen kann. Und wir besprechen, welche Medikamente nach der Todesfeststellung verabreicht werden müssen. Weiterhin fordere ich die Untersuchungsbögen der DSO an. Ich drucke die aus, lege sie dann den einzelnen Untersuchern auf der Station vor. Auch hier gibt es öfters Kollegen, die noch nicht so viel Berührung mit der Organspende hatten. Hier gilt es noch, verschiedene Fragen zu beantworten. Auch hier stehe ich unterstützend zur Seite. Und natürlich bin ich für das Personal auf der Intensivstation, auch dem Pflegepersonal, immer zur Hilfe und versuche, alle zu entlasten. Wir schauen dann nochmal zusammen die Laborparameter durch. Der Stationsarzt und ich, wir sind in regen Austausch. Ich kann behilflich sein, die Labore schon vorzuinformieren, dass wir eine Organspende durchführen wollen. Ich kann begleitend bei den Transporten dabei sein, kann die Telefonate abnehmen, kann mit dem Hausarzt in Kontakt treten, wenn Bedarf ist. Weiterhin sichten wir zusammen die Befunde. Die drucke ich dann im Anschluss aus, um sie dann dem DSO-Koordinator vorzulegen. Ich bin behilflich, wenn die OP-Teams informiert werden müssen, die Anästhesie, die OP-Pflege. Und während des ganzen Ablaufs bin ich natürlich immer Ansprechpartner für die Angehörigen und versuche, die Bedürfnisse der Angehörigen zu erfüllen. Ja, hat Eurotransplant Empfänger für die Organe ermittelt, schließt sich nun die Organentnahme an. Auch im OP bin ich nach Möglichkeit anwesend. Auch hier möchte ich entlasten, möchte unterstützend tätig sein. Ich versuche, alles mit zu koordinieren. Ich kann die in unser Haus kommenden Entnahmeteams von extern in die Räumlichkeiten einweisen oder bin den Mitarbeitern der Gewebespende unterstützend an der Seite. Falls noch noch Proben für die Pathologie versandt werden müssen, kann ich unterstützen. Und auch nach der Operation helfe ich dem Koordinator der DSO und dem OP-Pflegeteam bei der Versorgung des Leichnams. Ich fahre mit in den Leichenraum, schaue, dass sämtliche Formulare, gegebenenfalls Blutröhrchen, am Patienten verbleiben. Und auch nach der Operation haben die Angehörigen die Möglichkeit, sich von ihrem Angehörigen zu verabschieden. Wir haben in unserer Klinik dafür einen Verabschiedungsraum, in dem ich mit den Angehörigen dann zusammen bin und die Verabschiedung gewährleisten kann. Nun hoffen wir, dass wir einen guten Beitrag für eine erfolgreiche Organspende leisten konnten. Und im Nachgang habe ich dann noch die ein oder andere Aufgabe zu erledigen. Für mich ist nach der Operation die Arbeit noch nicht zu Ende. Ich versende meist nach der Organspende noch eine E-Mail, in dem ich mich nochmal bei allen Beteiligten bedanke und so auch nochmal eine Rückmeldung gebe. Weiterhin kommen Befunde, die wichtig sind für die Empfänger in den einzelnen Transplantationszentren. Diese leite ich dann an die DSO weiter. Und auch nach der Organspende haben die Angehörigen, denen ich bei den Angehörigengesprächen immer meine Visitenkarte überreiche, haben die immer noch die Möglichkeit, mich auch nach der Organspende zu kontaktieren, sollte es da noch Fragen geben. Ja. Nun bin ich fertig mit meinem kurzen Einblick in meine Arbeit als pflegerische Transplantationsbeauftragte und gebe jetzt wieder zurück an Christine.
So, ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende. Das Fazit nach 3 Jahren, also 2021 haben wir damit begonnen, hat Frau Oettinger angefangen, können wir sagen, dass das Feedback und auch unsere Wahrnehmung sehr, sehr positiv ist, was jetzt das Thema Organspende auf den Intensivstationen angeht. Und das bildet sich zum Beispiel auch ab in den Transplant-Check-Untersuchungen, die wir machen, dass das etwas ist, dass sehr häufig die Meldungen erfolgen und dass es wirklich nur in ganz, ganz seltenen Fällen Situationen gibt, wo man ja doch noch Verbesserungsbedarf hat. Sowas wird sich wahrscheinlich nie auf null begrenzen lassen, aber wir sehen dann wirklich einen sehr positiven Trend. Und auch beim Personal ist es etwas, dadurch, dass man jetzt einen kontinuierlichen Ansprechpartner hat, eine Telefonnummer, die man anrufen kann, da fallen diese Überlegungen morgens um 4, wer ist jetzt da zuständig, das fällt dann weg, dass man immer wieder das Rad neu erfinden muss oder dass man jetzt für die Hirntoddiagnostik irgendwelche Telefonate, Ansprechpartner suchen muss, sondern das ist alles in zentraler Hand und das ist etwas, was sich, wie gesagt, wirklich sehr positiv ausgewirkt hat. Ja, dann möchten wir uns beide für die Aufmerksamkeit bedanken, dass Sie teilgenommen haben beim Webinar und freuen uns auf Rückfragen. Und entschuldigen uns nochmal für die technischen Probleme, aber das lag nicht an uns.